Hallo und herzlich willkommen zurück zu Zenless Zone Zero. Ich habe mich jetzt ganz spontan dazu entschieden, es aufzunehmen, einfach weil ich dann auch die täglichen Belohnungen und so besser mitnehmen kann, als wenn ich das, weiß ich nicht, zwei, dreimal die Woche spiele im Stream. Und ich versuche einfach, klar, immer mal so zwei, drei Folgen Puffer zu haben, aber vielleicht nicht ganz so weit vor aufzunehmen, einfach, damit ich halt nicht, also irgendwelche neuen Updates und so lange verpassen muss. Damit es auch für euch nicht so lange dauert. So, wir sollen uns ausruhen. Warte, ich ruhe mich gar nicht im Bett aus. Warte mal. Was? Okay. Ach, ich soll mich hier ausruhen. Oh, okay, warte. Aber wartet mal. Warum hat er... Oh Gott. So. Komödie? Achso, das habe ich verdient. Kann es sein? Oder wie? Ich... Wie starten? Achso. Muss ich neu auswählen, weil neuer Tag ist, oder wie? Ich würde Retro. Ich nehme mal die Sachen, die wir nicht hatten. Starten. Ach, Dokumentation. Oh, okay. Abenteuerkomödie. Ach so, man, da steht immer... Okay. Das hätte ich natürlich früher sehen können. Dann hatten wir hier noch was. Das muss ich ja auch immer durchklicken. Damit ich Zeug bekomme. Ich hoffe, ich bekomme das alles hin, ohne dass ich mich so... Also, ich habe noch nie ein HoYoVerse-Spiel mehr gespielt, als es auf YouTube zu sehen ist. Außer einmal in Genshin, aber das habe ich auch echt nicht weit geguckt, gespielt. Seltsam, es ist nur ein Sofa. Wie kann es so einladend aussehen? Was ist das wohl, eine Illusion? Nein. Ich folge meinem Herzen und lege mich hin. Du ruhst dich aus. Es ist bequem und dein Kopf fühlt sich jetzt besonders klar an. Hallo, unabhängiger Vermittler. Shepherd steht Ihnen gern zur Verfügung. Wir bieten unsere Dienste derzeit nur eingeladenen Mitgliedern an. Um mit einer Person vom Kundendienst zu sprechen, antworte bitte mit 1 oder Telefonist. Das ist human? Ah, 1. Haha, hast du es echt geglaubt? Bekomme ich vielleicht sogar an ein paar private Daten? Was bekomme ich? Komme ich vielleicht sogar an, naja gut, komme ich vielleicht sogar an ein paar private Daten oder deine Kreditkartennummer, wenn ich in diesem Tonfall weitermache? Du solltest an deiner Betrugsprävention arbeiten, Faith, mein alter Freund. Woher wusstest du, dass ich es bin? Ich bin dein Informationsvermittler. Wie kann ich im Geschäft bleiben, wenn ich nicht einmal weiß, was mit dem Konto meines ältesten Kunden, dem berühmten Faith, los ist? Aber ich bin froh, dass du mir von diesem alternativen Konto erzählt hast. Mhm. Das beweist, dass ich immer noch dein Lieblingsinformationsvermittler bin, nicht wahr? Gib mir bitte auf jeden Fall mehr Aufträge. Natürlich, wie es der Zufall so will, habe ich gerade sogar welche im Angebot. Ich glaube, das ist unabdingbar für den Wiederaufbau deiner Karriere als Proxy. Es geht schneller, wenn wir uns persönlich treffen. Ich warte am üblichen Ort auf dich. Okay, tschüss. Was ich super interessant finde, ich habe heute mal bei Dalu reingelunzt. Der spielt sowas ja öfter. Der skippt ja alle Cutscenes. Ich frage mich, ob Leute, also ob das genauso ist, wie Leute das wollen. So. Und da haben sich auch ganz viele drüber beschwert mit dem Fernseher-Gameplay. Aber ich finde es eigentlich voll lustig. Klar, kann sein, dass es auf Dauer nervt, aber... mal gucken. Oh, ein Los. Warte, es ist 23.58 Uhr. Kann ich einfach dann reloggen? Oh, Hundefutter. Dankeschön. Okay. So, wieder zurück. Tschüss. Ah, hallo Shepherd. Hey, alter Freund. Du sprichst selten über deine privaten Angelegenheiten, aber ich vermute, dass das Verschwinden von Faithen mit einigen unerwarteten Veränderungen zu tun hat. Das tut mir leid für dich. Aber gib noch nicht auf. Ihr habt eure Legende von Grund auf aufgebaut und als euer alter Freund werde ich euch helfen, so gut ich kann. Danke, Shepherd.
Schon gut, schließlich ist das meine Berufung als Vermittler, dem Internet dabei zu helfen, angehende Benutzer zu entdecken und zu fördern. Das Luna-Konto benötigt angesichts seiner Kontostufe dringend eine Ansehenssteigerung. Deshalb habe ich einen etwas herausfordernden Auftrag für dich. Wenn du das schaffst, kannst du anderen zeigen, was du drauf hast. Und dieser Auftrag wurde von Vision vergeben, die kürzlich den Zuschlag für das Metro-Renovierungsprojekt erhalten hat. Ich denke, du wirst mit ihrem Angebot zufrieden sein. Überlass das mir. Ich freue mich, dass du so selbstbewusst bist. Anscheinend kann dich ein kleiner Rückschlag im Leben nicht aufhalten. Wie auch immer, ich werde bessere Aufträge für dich organisieren, wenn du dir beim Internet einen Namen machen kannst. Davon haben also alle etwas. Okay. Okay. Wir müssen, glaube ich, einfach wieder... Aber was sage ich mit dem Kaffee? Hallo? Duftende Pflanze. Die Pflanzen vor dem Kaffee sind außergewöhnlich üppig und wenn du dich vorbeugst und vorsichtig an ihnen riechst, kannst du einen einzigartigen Geruch wahrnehmen. Könnte das etwa... Ein Mitarbeiter kommt heraus, lächelt dich freundlich an und gießt den übrig gebliebenen Kaffee eines Kunden auf die Pflanzen. Vielleicht sollte ich das auch mal ausprobieren. So, dann gehen wir wieder in die Videothek zurück. Und in unser Büro. Dankeschön. Okay. Nicht autorisierte Prozessänderung erkannt. Gegenmaßnahmen wurden eingeleitet. Prozesssubjekt unbekannter Herkunft gesperrt. Löschen erzwingen. Löschen. Löschen. Aktualisierung des Systems abgeschlossen. Veraltete und ineffiziente Unterstützungs-Plugins wurden außer Betrieb genommen. Von nun an wird die Überprüfung der Aufträge und die Informationsaktualisierung von mir, Fairy, durchgeführt. Gern geschehen. Neue Aufträge, die von der Erfassung von Verstößen gegen Höhlenangelegenheiten und dem Forum für anonyme Auftragnehmer allgemein bekannt als Internet entdeckt wurden. Aktualisierung der Höhleninformation in weniger als 20 Millisekunden. Die Leistung übertrifft 99% aller Unterstützungs-Plugins aus New Eridu. Gern geschehen. Danke. Okay. Dem Tod entrinnen. Ich glaube, wir haben ja gar keine anderen. Also würde ich sagen, let's go. Nee, mein Team würde ich gerne jetzt ändern. Ja. Und da dir... Warum sind die so aus? Naja. Warte mal, aber kann ich die jetzt eigentlich noch verbessern? Ja. Oh. Basiszertifizierungs-Siegelattacke. Okay. Siegelattacke. Okay, passt schon. Dann let's go. Bam, 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 bam. Okay. Ja. Biosignals of the trapped personnel have been detected. Please search in this area. I'll help you reconstruct the hollow path and quickly locate the trapped personnel. Okay. Danke. Es scheint, dass wir bald ihre wahre Stärke kennenlernen werden. Los geht's! Das will ich haben. Und das. Exploration route information updated. Mhm. Okay, da gehe ich runter. The trapped workers have been located. Mhm. Data shows they are in an unsafe environment. The rescue must be carried out as soon as possible. Ich weiß nicht, was das andere bedeutet. Das da? After rescuing the targets, return to this evacuation point. Okay, ah, danke. Ja, ich muss ja dann hier hin, oder? Das andere ist mir ja gar nicht übrig geblieben. Name tag verified. This is an investigator the association dispatched for this search and rescue operation. Ich hätte nie gedacht, dass ich hier noch jemanden treffen würde. Ich dachte, bitte, bitte rette meine Teamkollegen. Dieser Ermittler kam auf Befehl der Assoziation hierher, um Such- und Rettungsarbeiten durchzuführen. Leider wurde seine Truppe von Ätherrealen überfallen und er war der Einzige, dem die Flucht gelang. Wo ihr nichts garantieren könnt, versprecht ihr, ein Auge auf seine Teamkollegen zu haben. Carrot-Data from Investigator received. Analyzing Hollow Route. Okay. Exploration data updated. Das Problem ist, wenn ich jetzt... Also ich komme ja da gar nicht rüber, oder? Das heißt, ich muss ja da wieder rein. Scan here for nearby hollow data.
Displaying new areas to explore. Hm. Okay, das heißt, wir gehen so oder so wieder zurück. One floor above updated. Valve status analyzed. The valve opens only once sufficient gear coins have been inserted. Boah, das wird ja richtig confus. The lock is not smart tech, so unfortunately, I cannot help you open it. Okay. Du hast gedacht, dass man mit Fairies Hilfe ungehindert reisen kann, aber leider bewahrt das technische rückständige Design dieses Ventils seine Funktion davor, genutzt zu werden. Könnte dies Teil des Plans des Designers sein? 5000 Zahnräder. Ach, darüber komme ich ja noch gar nicht. Okay, Umgebung, Entschuldigung. Dann einmal runter. Ach, ich komme da gar nicht runter, oder? Hä? Okay, ich musste F drücken. Okay. Ich mach mal alles auf, damit wir das einfach alles noch haben. Return to this evacuation point. Okay. Let's go. Dann kann ich auch endlich mal die neuen Helden ausprobieren. Okay. Okay. Okay, ich verstehe. Wow. Ich würde gern einmal... wieder... Okay. Bring it on. Wakey, wakey. Okay. Die sind schon sehr stark. Ich würde gern jetzt einmal. Das da, genau. Also ich habe jetzt leider nichts mehr an Entfernung. Das ist das, was mich ein bisschen stört. Wieder. Okay. Ja, die sind schon gut. Also es wäre jetzt noch gut, jemanden auf Entfernung zu haben. Okay, was haben wir jetzt? Gib das da. Ein großer Schild. Okay, careful. Okay, interessant. We have reached a trapped worker. Ah. Searching for signs of life. Work ID. 1592380. Vital signs. Highly excited. Corruption status. None. Needs to be calmed down. Suggestion. A slap. Bin dabei. Ich erkunde erstmal, okay? Ich meine, ich fand den Vorschlag gar nicht so schlecht, wenn ich ehrlich bin. Aber wir müssen ja nicht so unbedingt. Okay, wie viel haben wir jetzt? 2000 erst. 2500. I have detected vital signs of non-corrupted individuals ahead. Judging by their gear, they are hollow raiders. Association data states the number of fraud cases against this group are growing every year. Please beware of manipulation. Okay, klar. Die Lebenden? Aha, ihr habt Glück. Beim Erkunden dieses Ortes habe ich ein wunderbares Werkzeug gefunden, das bei der Erkundungsaktion sehr helfen wird. Na, da wir alle Höhlenräuber sind, kann ich es euch mit einem Rabatt verkaufen. Was meint ihr dazu?
Ich versuche erstmal den Preis auszuhandeln. Nach mehreren Versuchen gelingt es Ferry, den heimtückischen Höhlenräuber dazu zu überreden, euch die Standortdaten seines Schatzes zu geben. Du akzeptierst die Daten und wiederholst gegenüber Ferry, dass ihre Verhandlungstricks niemals für böse Absichten missbraucht werden sollten. Exploration data updated. Belle, let's check out the location the Holo-Reader gave us. Okay. 5000 brauchen wir. Die sollten wir ja jetzt kriegen, glaube ich. That's an area the HDD system can't scan. Scan for Holo data here too. Mhm. Displaying new areas to explore. Okay. Exploration route one floor above. Let's try using this carrot data. Displaying new areas to explore. Sehr gut. New exploration routes detected in the Hollow's upper level. Boah, das wird so kompliziert, sich das alles zu merken, glaube ich. Okay, also das geht ja gerade noch. Ich würde jetzt einmal ganz kurz das einsammeln. Careful. Ja. Und dann gehen wir jetzt hier nach unten und kämpfen dagegen. Ja. Da gucken wir mal. Die ist so stark. Also die sind alle ultra stark. Das war gemein. Das wollte ich eigentlich. Mach ihn fertig. Okay. Wir haben es fast. Okay, wenn wir das jetzt sammeln. Ach, das waren die gar nicht. Okay. Was bist du? We have reached a trapped worker. Mm-hmm. Searching for signs of life. Work ID 1686389. Vital signs normal. Corruption status light. Please evacuate from the Hollow immediately. Dieser Minenarbeiter versteckte sich in einer engen Ecke und entging so der Entdeckung durch die nahegelegenen. Ein bemerkenswertes Beispiel für Selbstrettung in Höhlen, das völlige Anerkennung und Förderung verdient. Oh nein, muss ich jetzt wirklich raus mit dem? The trapped worker has been moved to a safe location. Ah, okay. Please continue the search and rescue commission. Ich dachte schon. Hier einmal heilen, bitte. Jetzt ist meine Frage. Was sind das für Dinge? Danger? Also Danger fände ich da jetzt nicht so schlimm. Hier würde ich gern runter. Dann zahle ich natürlich die 5000 Zahnräder. Sufficient gear coins paid. Authentication successful. Opening valve. Und dann haben wir das eingesammelt, können jetzt aber wieder nach oben. Ich würde gerne mal in so einen reinlaufen. Was passiert hier? Oh, die kriegen Damage dadurch.
Warum sollte ich das machen? Bin ich doof? We have reached a trapped worker. Searching for signs of life. Work ID 1586305. Vital signs. Coma. Corruption status. Moderate. Please initiate treatment as soon as possible. Ich würde halt gern ausprobieren, ob die Danger-Sachen auch irgendwas bringen. Okay. The trapped worker has gone to a safe location. Please continue the search and rescue commission. Ich mach einfach mal. Okay, es hat nichts gebracht, außer dass es jetzt halt schwerer wird. Gut. Warte mal. Wir waren doch in allem drin, oder nicht? Ich meine, wir können doch... haben wir irgendwas noch freigeschaltet gehabt? Ich bin mir jetzt gerade gar nicht mehr sicher. Aber ich glaube, wir müssen eine Rohrfeige machen. Naja. Pech, würde ich sagen. After rescuing the targets, return to this evacu- Dann Rohrfeige, let's go. Ouch, that hurt. I've never been struck by a bang boo before. Sorry, I'm getting out of this hollow right now. Tschüss. We found all the survivors. Time to evacuate. Hä? The trapped workers have all been rescued. Commission complete. Also das mit dem Danger ausprobieren, das war jetzt nicht so doof. Weil jetzt weiß ich für die nächsten Male, dass ich da nicht rein muss. Ferris macht es wirklich unglaublich. Mit ihrer Assistenz wurde die Such- und Rettungsaktion mit großer Effektivität erledigt. Ja, abgeschlossen. Tschüss. Okay. Wir haben alles. Sehr gut. Hä, sie war die Beste mit Abstand? Warum? Ich verstehe das nicht. Ich dachte, der am meisten Damage macht oder so. Auf dem Parkplatz hinter Random Play. Oh, Belle. Good timing. Come here. Ist das irgendein komisches Ritual? What kind of weird ritual is this? You mean these bags? They're full of broken signal transmitters that came from Bang Boo. When put together, they're equivalent to several low-frequency signal jammers. With these, we can talk freely without worrying about Big Brother over there. Yeah, I mean that AI, Fairy. We need to have a serious talk about her. Darüber wollte ich auch mit dir sprechen. I wanted to talk to you about her too. I thought with her calling you Master all the time, she'd have you fooled. But seeing your utter lack of surprise makes me feel relieved. It's been a while since we let Fairy participate in our proxy work, and she's independently calculated all the escape paths you've used in the hollows lately. I'm sure you've noticed. She didn't depend on any local data, nor did she ask for any support. But she's still 270 times faster than us when generating escape paths. It's not like she doesn't need any hollow data. She does. It's just that she can access the data she needs almost instantly. Remember how she mentioned she can access over 80% of the smart devices in the city? Looks like she was telling the truth. So, if we could only glimpse a corner of the hollow before, now thanks to her, we can see the entire thing. But... Nichts auf dieser Welt ist kostenlos. There's no such thing as a free lunch. Fairy's presence could be a ticking time bomb for us. Exactly. The elites of New Eridu have been dreaming of the power she has. She's not just a bomb. She's an active volcano. And when she forced you to become her master, she said that you should bide your time and wait for the opportunity to complete the agreement with her. But refused to reveal anything further. It's definitely not that simple. Aber wenn wir ihre Stärken gut nutzen könnten. But if we can make use of her abilities, we might finally get some leads on what we've been investigating. Our teacher's lifelong dream just might... Yeah. Anyway, we need to figure out where Fairy came from. There's no rush, of course. Let's take it slow. At least she's really good at staying hidden.
So we don't need to worry about hackers like last time. Versuchen wir vorerst mit ihr klarzukommen. Let's just try and get along with Barry for now. Get along? She's constantly rude to me. Oh, boo. But it's not like there's anything we can do about it. I even asked the cunning hares to investigate, but there's not been much progress, I'm afraid. Nicole got the Strongbox mission from an anonymous subcontractor. They didn't get to meet anyone related to the commission. She said she was gonna try looking into the Red Fang gang a few days ago, but I've not heard back since. I doubt they'll find anything concrete. Let's just hope that they don't get themselves into any trouble. They're good at making mountains out of molehills. Anyway, that's about everything I wanted to say about Fairy. Let's leave it aside for now. You've been so busy improving our reputation on the proxy network and running the video store lately. Let's just chill out and watch some TV tonight. Klar, wir haben ja die Zeit dafür, klar. Kiste mit verschiedenen Gegenständen. Dies sind unsere Aufbewahrungskisten. Einige von ihnen wurden nicht mehr geöffnet, seit wir in die Sixth Street gezogen sind. Wie auch immer, uns fehlt im Moment nichts im Leben. Vielleicht ist das in Ordnung, sie nie wieder zu öffnen. Was geht in dein Zimmer? Zurück und sie fern mit Wise. Ja, klar. Warum auch nicht? Warte, in mein Zimmer? Aber das ist doch gar nicht mein Zimmer. Mein Zimmer ist doch oben, oder nicht? Er spielt einfach. Haben wir eigentlich inzwischen wieder... Ich habe eins bekommen für täglich. Aber ich glaube, ich müsste mich neu einloggen dafür, oder? Nachricht. Einsammeln. Einsammeln. Oh, abbrechen. Einsammeln. Einsammeln. Nochmal einsammeln. Okay. Dann haben wir Community. Was? Es ist einfach aufgegangen. Okay, sehr gut. Es folge nicht. Ankündigung. Kurzvideo. Was, TikTok? ein Kurzvideo einreichen? Nee, danke. Aber the question is, genau, wie, ja, es zählt noch als Freitag. Warum? Ich glaube, ich müsste reloggen, aber das mache ich dann erst in der nächsten Folge. Gut. Dann spielen wir kurz mit ihm. Ach nee, wir sehen fern natürlich. Entschuldigung. Hallo? Willst du Fernsehen? Warum willst du plötzlich Fernsehen? In letzter Zeit ist viel passiert und die Wahlen stehen vor der Tür. Schauen wir uns doch die Nachrichten an und sehen wir, ob wir etwas Neues in Erfahrung bringen können. Was? Gameplay? Der immersive Handlungsmodus ermöglicht es dir, die Handlung immersiv zu erleben, einschließlich der Haupthandlung und anderer wichtiger Handlungsinhalte. Nach dem Wechsel in diesen Modus wird die Aktion der Hauptfigur eingeschränkt. Das Annehmen und Abschließen bestimmter Aufträge können ebenfalls vorübergehend eingeschränkt werden. Bitte aktiviere diesen Modus nach sorgfältiger Überlegung. Wenn du frei handeln willst, kannst du diesen Modus nicht aktivieren. Was? Was? Die Nachrichten sehen? Klar, schauen wir es uns gemeinsam an. Es wird gleich in den immersiven Handlungsmodus gewechselt. Während dieser Zeit können keine anderen Arten von Aufträgen ausgeführt werden. Willst du fortfahren? Okay. Lass mich mal gucken, auf welchem Kanal sie läuft. Ah, sie hat schon angefangen. As the municipal election is approaching, the high-profile civil construction project to renovate the old Capital Metro is now officially underway. It's our honor to interview Mr. Charles Perlman, the chief representative of the contracted company, the Vision Corporation. Later today, Vision will be carrying out explosive demolitions near the old capital in the metro reconstruction area commonly known as Canvas Street. Could you give us a rundown on the process? After the fall of the old capital, a number of damaged metro lines severely hindered the accessibility and urban development of New Eridu. To solve this problem, the deteriorating remnants of the old metro must be completely removed.
followed by the construction of a completely new metro. Despite the cost, Vision has ordered a large quantity of high-purity industrial ether explosives for this operation. I see, but there's currently no way to pass between Canvas Street and the city, right? How does Vision plan to transport the explosives? Correct. But Vision always looks to the future. Take a look at this electronic map. We're currently located at the Demolition Command Center, at the entrance to the Dead End Hollow. And the red area on the map is the Demolition Zone. The tunnel from New Eridu to the Demolition Zone has been completely consumed by that very Dead End Hollow. However, some metro lines within this hollow are still intact. So, we decided to use a special train to transport the explosives through the hollow. We were very careful to avoid any ethereals, and finally managed to transport most of the explosives to the Demolition Zone. Don't worry, they won't explode without a dedicated detonator or a sizable external force. I really wanted to show you around, but to avoid signal interference with the blast, we've had to shield the entire blast area. Currently, only our dedicated frequency band is available for communication. All civilians have been cleared of the area, but communications are still being blocked as a safety measure? Vision has thought of all the details. That's right! That's the vision of the Vision Corporation. The well-being of everyone in New Eridu. As we had mentioned a few months ago, the Vision Corporation won the contract for the Old Capital Metro renovation project. By promising to complete the contract in less time and at a reduced cost, the Vision Corporation won the bid with a significant advantage over the highly regarded Bellabog Industries. Our special correspondent tried to contact those involved at Bellabog, but was unable to conduct an interview. Mr. Perlman, do you have anything to say about this victory over the rising star, Bellabog Industries? Well, Bellabog Industries is a respected competitor we can learn from. I'm sure they'll do better next time. So, can you tell us the secret behind your reduced project costs? This shouldn't be one of the questions, should it? What do you mean? This question wasn't included in the outline you sent? Mr. Perlman, we're live right now. What Mr. Perlman means is there's no question of improper cost reduction relating to Vision Corporation. We welcome the scrutiny of all citizens. Mr. Perlman will also be on the demolition site to oversee things till the very end. Exactly. Right. I will soon be joining our technicians to take the train to the surveillance site in the blast zone. The construction site is near a hollow. They had to relocate all those people. Companies that want to enter the TOPS Alliance sure are something else. Alert. Street cameras have identified an unknown person approaching the store at high speed. Speculation. Their video rental is about to expire, or they are plotting against the store. It's just a customer. I'll go get the door. What? That's a strange way to say we've got a customer. Beruhigt euch. Kurze Zeit später im Random Play. You could give a meowing before opening the door. You sent me flying. Ich weiß, sie bedient sehr viele Kings, aber bitte reißt euch am Riemen. Little late for a meowing now. Welcome to 6th Street's greatest video store. Meowing. Möchtest du Mitglied werden? Would you like to sign up for a membership? It's a great value. You make your money back after just 3 rentals. Sounds like a good deal. But the place I'm staying at doesn't have a projector. Never mind. Now's not the
time! I know! You're Faithen! I've got a prophecy commission for you! You must be mistaken. As you can see, we're just a normal video store. Wait! You don't have to worry about me! My name is Nekomata! Nicole told me to come! I'm not a baddie! I'm not sure who you're talking about. I'm pretty positive you've got the wrong place. Nicole of the Cunning Hairs! The leader of the odd job agency, the Cunning Hairs! Look! This is her Bang Boo! This is proof, right? That certainly is the Bang Boo Nicole usually has with her. Did Nicole really send you? Where are they now? The place they just mentioned in the news! Vision's Blast Zone! That guy said there was no one inside! But that's a lie! Und ich sagte noch, dass sie sich hoffentlich von Ärger fernhalten. I literally just said I hope they could stay out of trouble. Now this? Do they have a good reason for being at Vision's construction site? They're looking for something! My commission! The Red Fang Gang are causing trouble! There's been several fights! And so many people! Like Camp Tuna! Take it easy. It sounds like you're talking about a huge sale at a shopping center or something. Well, I don't know where to start. Right, Nicole's Bang Boo! It's got the visual data from the past few days. Just have a look. You'll get what I mean. Unfortunately, only its owner, or the manufacturer of the Marcel Group, has access to its visual data. Beep. Vielleicht kann Fairy helfen? Perhaps. Fairy knows a way? What's that? Fairy? No. Nothing like that here. Fairy? Do you have any way to read the Bang Boo data? Question. Is the request to convert this Bang Boo's visual recording into video output? Who's talking? Is there someone else here? That's just our newly installed virtual assistant. So, Fairy. Can you do it? Processing Bang Boo visual data for the last several days. Please say, I'm stupid. I should have asked sooner. I'm stupid. I should have turned you off sooner. Ah. Okay, warte, wir müssen natürlich erstmal hier hin. Jetzt verstehe ich auch, was das für ein Modus war. Es ist einfach nur eine Vorwarnung, dass man lange nicht mehr spielen kann und dass es jetzt wahrscheinlich einfach ein bisschen länger dauert, bis es durch ist. Umgebung, up, down und in beide Richtungen, klar. Höhlenräuber, Ermittler. Verbündete Einheiten, sie werden stets an deiner Seite bleiben und sind dir treu ergeben. Oh, schön. Das habe ich gern. Okay. Well. Ihr könnt auf die visuellen Aufzeichnungen eines Bang Boos zugreifen, ohne den Hersteller kontaktieren zu müssen. Hut ab, kein Wunder, dass Nicole so viel Vertrauen in euch setzt. Oh, jetzt ist nicht die Zeit für Komplimente. Uns läuft die Zeit davon. Lasst uns schnell ansehen, worum es da geht. Kampf betreten, ja, let's go. What up? Fairy, the rest is up to you. Establishing Bang Boo connection and reading visual data. Data read complete. Commencing playback. Whoa, you've got an image. Let me see. Yeah, that's it. That's what I need to commit. Kapitel 1. Verlorene Sachen der Katze. Mau. Hey. Hey, stop. You'll pay for what you did to Silver. Don't move! Okay, okay, I won't move. Take it easy, you two. Breathe in, breathe out. I gotta say, don't you think it's unfair? After all, it's the ether corruption that killed your boss, not us cunning hairs. What do you mean? You're risking it all on a mistake. Don't you think you should try thinking for yourself? The Cunning Hairs' entire savings are in this briefcase. I'll give you half if you pretend you didn't see me today.
How about it? Show us the money first. We'll check it ourselves. How do you open it? Left 4, right 7. It'll open when you hear the click. Street Kid rule number 1. Never trust a stranger. And you thought you could take something from me. What about me? Street Kid rule number 2. Never leave your back open. That explosion came from over here! Get them! These two idiots got taken out! She couldn't have gone far! Go after her! They almost found us. You're not here to ambush me? You're not with the Red Fang Gang? Well, quite the opposite. I'm as much a victim of theirs as you are. I'm Neko Miyamana, but you can call me Nekomata. I've got a commission for the Cunning Heirs. But before that, we need to get out of here. Ein paar Minuten später auf einer Straße im Bezirk. What's taking Nicole so long? Could she have been caught by the gang? I'm confident in Nicole's adaptability. But considering we're being targeted by the Red Fang Gang, things aren't looking too good lately. That's right. If it weren't for the manager commissioning us to look into the strongbox, I really wouldn't want to go anywhere near these guys' turf again. Billy, do you really have a cold? If you hadn't sneezed earlier and exposed our position, we wouldn't have been forced to split up. The machine oil I'm using now has low fluidity in the cold, so some of my gears are starting to run slow. You're cold because I bet you weren't wearing enough last night while watching Oh, Sweetie. Nicole. Boss, you all right? Why are you coming from the direction of the hollow? Oh, and who is this kitten? Name's Nekomata, your new client. Oh, that's our boss for you, finding work at a time like this. Such a role model. Did you approach Nicole yourself? Don't worry, MB. If it weren't for Nekomata, I'd still be trapped in the Red Fang Gang's territory. Yeah, come on now. Don't be nervous. I'm on your side. There's something I need to get back from the Red Fang Gang. Several years ago, the Red Fang Gang's leader, Miguel Silver, took an heirloom from my family. I infiltrated their territory to get it back. But I haven't managed it yet! So what you mean is, you want us to get your family heirloom back for you? Yeah, that won't be easy. The Red Fang Gang might be a mess right now, but as you saw earlier, they've got it in for us because of Silver's death. But let's just say our well-being is not their biggest priority. That heirloom is really valuable! I'm willing to pay 30% of its value as your remuneration. Depending on the situation, perhaps even 70! Just how much is it worth exactly? Nicole, sorry for interrupting. Considering how dangerous the job is, I think it'd be better to confirm the sincerity of the client rather than the fee. My sincerity is as boundless as mackerel at an unlimited mackerel buffet! Is that so? But in movies, new companions appearing around the main character at times like this are always being deceitful. Later on, they might turn into scary ghosts or have monsters crawling out of them. There's no monster inside me! Do you want to touch and see? No, thanks. Please don't misunderstand. I'm the one whose trust you need to earn. And B's surprisingly not a cat person. Wait a minute. I hear footsteps from that alley over there. It's the Cunning Heirs! Got you! I'll take you all on! Wait, you're... Whoops! Oh, that was close. I didn't expect any Red Fang Gang members to be here. He might have ruined our plan if he made too much noise. Wow! You're good, kitten! Knocked that guy out in one hit! Hey, not bad, right? I took out a Red Fang dude! I'm working hard! Billy, give her a scratch under her chin.
Ambi, are you satisfied that Nekomata is sincere now? It was a clean hit. But the guy's reaction was... He seemed to recognize her. Of course! I've been following them to get my family heirloom! I can't help if they know me by now. At the same time, I also found out about all their hideouts. From what I've seen, the Red Fang Gang has 3 hideouts where they store important items. And my family heirloom is probably in one of them. There's been a lot of holo activity recently. Unfortunately, these 3 hideouts were all swallowed up. The Red Fang Gang doesn't have enough manpower right now, so they're all having trouble getting their stuff out in time. I have to admit, it's a good opportunity for us. All right, Nekomata, on behalf of the Cunning Hares, I accept your commission. You've got information on the Red Fang Gang, plus you can fight. So, why don't you come with us for now? Sure! I want to get my family heirloom back as soon as possible! We've got a deal then. Let's go back and get ready. We'll meet up near the hollow later. Kurze Zeit später am Treffpunkt außerhalb der Ballhöhle. Nekomata just messaged me. She'll be here soon. Nicole, are you really sure about this? There's something familiar about the way she fights. She's got skills only someone involved with the gangs would have. But you're the one to make the call. I'll follow your lead. Ambi, I understand how you feel. I was here first, or whatever. I don't know what you're talking about. I don't know what you're talking about. But either way, no skin off our nose, right? Even if the little kitten has a hidden agenda, nothing gets past me. The Red Fang Gang keeps getting in our way. So it's time to try something different. Don't forget, we still have a mission. We have to help Faithen investigate the Strongbox. No matter what Nekomata and the Red Fang Gang have going on, she's familiar with their hideouts. This is our chance to find out about the Strongbox. And not to mention the substantial commission payment. So why shouldn't we do it? You've thought of everything, boss! I'm back! Sorry for the wait. Did I miss anything? Not at all. We were just saying we should get cracking on the investigation once you're here. So let's get going? I'll show you the way. Let's check out the first hideout. We're in the hollow now. Let's be careful. Don't worry. I know this place inside and out. Just follow me. The Red Fang Gang base isn't far. Just gotta take out a few more issues and we'll be there. Ich würde aber sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Ich danke euch sehr fürs Zusehen und wie gesagt, bis zur nächsten Folge.